Ja, hallo da draußen, recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS17, zurück auf der Map Südhämmern. Und mit mir heute wieder am Start der Banause, hallo Banause. Hallo. Und unser Anaholic, hallo Anno. Moin. So, weiter geht's. Wir müssen ganz alle Felder quasi ansehen mittlerweile. Und jetzt mal fleißig alles abgeerntet. So, wir brauchen Moment, Roggen, Geld macht Weizen, man wieder. Hafer, Sonnenblumen. Bitte? Roggenhafen, Haben wir was nicht damit auch und gut Geld alles. gemacht? Ja, 216, wenn man sagt, dann holen wir uns Kühe dafür, oder? Jupp. Ja, wir waren ja sowieso auf Kühe. Wir hatten die Sonnenblume letztes Mal noch unterwegs. Wir waren mit der Sonnenblume unterwegs Ich letztes wollte sie zur Raffinerie bringen, oder soll ich sie woanders hinbringen? Mal. Nein, die Frage ist, brauchen wir dran. Ich würde es lieber mal zur Bäckerei vielleicht. Ja, Okay, Bäckerei kann ich brauchen auch wir dass wir unbedingt. Bäckerei noch anschmeißen können. Ich glaube, die brauchen auch Sonnenblume. Eine Aber wenn du dort Zuckerfabrik bist, wird könnte ich auch. eigentlich mal schnell schauen, was wir sonst noch brauchen. Kann ich dir Ja. sagen. Wir brauchen Roggen, Weizen und Hafer. Und Sollte man Wasser. das nämlich an. Lass mal das ansehen auf jeden Fall. Ich hoffe, wir brauchen Genau. nur keinen Treibstoff mehr, weil die Sonnenblumen hier bei der Raffinerie sind aus. Na gut, man kann ja nochmal so eine Blume anpflanzen, ist auch kein Problem. Wir haben noch 21.000 Liter in der Raffinerie. Okay, das sollte ja vielleicht nochmal sein. Also sind noch fertig. Also ich kann hier, Treibstoff. wir haben ja unsere Auflistung hier am Hof. Stimmt, dahin, ja, die haben ja entdeckt noch fast 60 Genau, Folge jetzt. Ist. genau. Da gucke ich nämlich Waren gerade. wir ja relativ fix unterwegs, dass wir das gefunden haben. Mehl. Wir brauchen Das noch stimmt ja. Weizen. Für die Konditorei brauchen wir Weizen. Für Mehl. Mehl oder Weizen? Mehl brauchen wir dann für den Kuchen dann später. Mehl haben wir doch, glaube ich, in der Mühle noch drin, oder haben wir das Nee, da schon ist nichts mehr. verkauft? Also da sind nur noch 115 Liter. Also. Müssen wir auf jeden Fall auch eine Weizen anpflanzen. Genau, Weizen brauchen wir auf jeden Fall. Weizen, Rucke, Zucker machen wir Hafer. schon. Kirschen, Pflaumen brauchen wir noch. Das heißt, wir müssen Kompost noch in die Obstfarben bringen. Okay. Ansonsten brauchen wir noch. Ja, gut, und Milch halt dann natürlich, ne? Also dann müssen wir aber auch nochmal Treibstoff holen. Milch brauchen wir auch noch. Also Milch brauchen wir auf Kompost jeden mal. Fall. Guck mal, im Kurs, ob wir noch drin haben. Weizen haben wir nur 56.000 tatsächlich. Und dann können wir das eigentlich gleich zur Mühle fahren, dass die mal Ja. mahlen kann, oder? Dann mache ich da. Hafer haben wir auch noch. Das heißt, wir bräuchten auf jeden Fall Roggen für Brot. Roggen haben wir auch noch. Wir haben alles da. Wir könnten theoretisch die Bäckerei sogar Ganz schon kurz, anschmeißen. ganz kurze Frage: Bäckerei oder Konditorei? Wo soll ich jetzt hin? Bäckerei. Bäckerei. Also wir könnten theoretisch die Bäckerei sogar anschmeißen. Okay. Weil ich bin jetzt gerade im Felder grubbern hier, dass wir die anziehen können wieder. Weil Also ich pass grube auf, jetzt auch ich. gerade Stroh unter. Ich weiß nicht. So, lass mich mal rein. Stroh müssten wir aber noch im Lager haben, glaube ich. Zucker über dem anderen Lager, Weizen 56.000. Ja, Stroh haben wir noch 302.000, das reicht auf jeden Fall. Und Gras haben wir auch noch 26.000. So, ich fülle jetzt erstmal Weizen hier einmal auf. Ja. Das heißt, wir könnten eigentlich theoretisch sogar schon Mischfutter, wenn die Silage reif ist. Du hast ja letztes Mal Gras gemäht. Ja, richtig, hinten im Hofsilo ist das. Und dann könnten wir eigentlich Wasser noch ran und dann haben wir. Können die schon mal Milch produzieren. Jo. Soll ich noch was auf? Dann kaufe ich gleich mal ein paar Kühe, oder? Ich bringe jetzt, ich bringe Kuhstall. die Hälfte, Hälfte bringe ich zur Mühle und die andere Hälfte packe ich in die Bäckerei, würde ich sagen, vom Weizen. Dann haben wir schon mal wenigstens ein bisschen Weizen drin. Ja. So, mal kurz gucken, wo das ist. Mühle. Die ist in der im Dorf drin. Da. Echt? Im Süden ist eine Getreidemühle. Nee, nicht Getreidemühle, einfach Mühle. Die ist schon in der Nähe vom Da. Hof. Oberhalb von Feld Ja, 9. ich sehe sie. Und da ist die Bäckerei, alles klar. Okay. Dann packe ich so ungefähr, ich sag mal so, 20.000 packe ich da noch in die Bäckerei rein und den Rest packe ich in die Mühle. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Brot, was da. So, ich kaufe mal 50 Kühe. Jo. Sind 250.000 Euro.
pleite. Ja, so eine Kuh ist teuer. Fahre ich aber gleich noch Wasser rüber, fahre Stroh rüber, dass ich schon mal ein bisschen anfange produzieren. Und dann können wir nochmal für den Kompostmaster, wenn wir einen E-Kompost brauchen, oder bei der Obst fahren. Ich glaube, das brauchen wir glaube für Kuchen und Torte brauchen wir das Obstgeschäft, gell? Genau, für die Kuchen. Obwohl, hier steht noch Kompost rum ein bisschen was. Anhänger drin. Zucker produzieren wir auch, die brauchen wir auch für Kuchen, glaube ich. Ja, Zucker auch. Ja. Wo ist jetzt der Wasserdrücker, der war außerhalb. Oh. Ups. Was ist das hier ein bisschen schräg reinschauen? Willst du mir jetzt verarschen? Oh Gott. Ah. Geht doch. Haben wir nicht schon sogar zur Obstfarm schon zeigst hochgefahren gehabt? So. Ja, aber wir haben das verkauft letztens. Weißt du doch, Pflaumen und Kirschen. Ah, wir haben die verkauft. Ja. Irgendwas war nämlich irgendwo im Hinterkopf bei mir. Genau. Die hatten wir vertickt. Den haben wir schon mal angeschmissen, ja. Da hatten wir gesagt, da das noch ein bisschen dauert, bis wir Kuchen machen. Verkaufen wir erstmal. Stimmt, da war was. Einer ist mal wieder durch alle Fahrzeuge durchtappen, hat sie. Weil der Traktor nämlich vorher noch Drive Control eingeschaltet hat. Das ist die Grundeinstellung bestimmt. Sofort. Wenn da in einem Fahrzeug ist, dann dreht aus. Oh, leck. Ich wollte gerade sagen, war leck, ja. Wahrscheinlich Speicherleck. Quasi ein Speichellecker. Ich weiß, der war sehr flach. Der passt unter den Teppich. So flach war der. Wo ist denn hier der Triggerpoint von den Dingern? Das ist unglaublich. Was für Dinger? Du musst dich ein bisschen, du musst auch ein bisschen schräg da reinmachen. Da wo das steht, wo das hinpacken muss. Also wenn du jetzt Sonnenblumen hast, dann musst du natürlich bei Sonnenblumen stehen, dann musst du ein bisschen anschrägen, das Ding, den Anhänger. In der Richtung. Der Hänger muss schräg drin sein. Ja, ein ja. Stückchen, ja. Also ich musste den auch so einen kleinen Tacken anschrägen, damit das dann der Trigger kam. So, da ist die Mühle. Das gute alte Wesermehl. Bestimmt. Das Wesermehl, okay. Ja, ne, weiß ich nicht. Da steht nur Mehl drauf. Ja, aber ich glaube, Gras müssen wir auch noch mal mehr, da kommen wir nicht drum rum. Ja. Aber das große Mähwerk jetzt. So. Weizen an der Mühle. Weil ich glaube, in der Futtermischstation brauchen wir auch noch mal Gras. Das, was ich jetzt hatte, ich habe das meiste jetzt gerade die Kühe schon reingibt. Und sie ist aber noch nicht voll. So, Mühle ist beliefert und Bäckerei mit Weizen. Jetzt hole ich noch Hafer. Dann noch Roggen und dann ist die Bäckerei. Müssen wir noch Wasser hinbringen, dann läuft die auch schon. Kann sein, dass vielleicht Wasser sogar schon drin ist. Ne, laut Dingens Anzeige nicht. Okay. Laut Tafel. Aber das große Fass steht im Hof, da ist noch Wasser drin. Okay. Ja, ich mache jetzt erstmal Hafer und. Ihr habt nicht alles braucht für Kühe, ging nicht alles rein. Ich glaube, ich muss vielleicht den Anno helfen.
Nee, ich hab's gerade endlich hinbekommen. Ach so, okay. Das schafft er schon. Dann nehmen wir ja zum Glück nicht nur eine Folge auf, sondern mehrere. Dann hat er ein bisschen Zeit. Boah. Ich vertraue. Also ich sag mal, wenn ich spätestens, wenn ich jetzt wieder zur Bäckerei gekommen wäre, hätte ich ihm geholfen. Also. Ich weiß nicht, so, ich sag nur Sosnowska und Langholz. Sosnowska, ja. Sosnowska und Langholz und ein O. Sosnowska war wenigstens so gut, da waren wir auf dem Wald. Ja gut, aber durch das, dass die mit mir auf Fabrik ausgelegt ist hier, kommst du nicht zum argen Wald. Doch, wenn eine Schreinerei geben würde oder so. Da willst du ja wissen lohnen. Das gibt's auf dem nordfriesischen Marsch. Da musst du sogar Holz, weil du brauchst Hackschnitzel und du brauchst Hackschnitzel für Papierproduktion und du brauchst Bretter für Palette. Ja, das ist ja der Lohnsteil wenigstens. An meinem Single-Buyer-Projekt. Jeden Dienstag, Mittwoch so frei. Nee, es kommt am Montag. Wochentag. Tag. Nur Montag? Okay. Ah, nee, Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag, Dienstag, Donnerstag, alle zwei Tage. Okay. Jeden zweiten Tag. A- und B-Woche. A-Hörnchen und B-Hörnchen, genau. Gras. Ach, Gras ist schon drin hier, das heißt, es fehlt nur noch Silage. Dann. Anno, kannst du noch Wasser dann zum Bäcker bringen? Ja. Yep. Bäcker Bachmeier. Ist es bei eigentlich euch in der Umgebung auch so, dass irgendwie die klassischen Bäcker so ein bisschen aussterben und diese ja. Industriekettenbäcker da irgendwie aufplatzen wie sonst was? Leider. Ich finde das so, also. Also es gibt noch welche, die, die wirklich eine Backstube hinten dran haben, die auch noch selber dann Sachen machen, aber ist nicht mehr so viel wie früher. Haben wir auch noch einen, zu dem gehe ich, aber das ist mein Haus in Hofbäcker. Ja, der eine, wo ich jetzt auf jeden Fall weiß, der ist leider ein bisschen weit weg von mir, also das ist ein bisschen schwierig. Da, wenn ich da in der Nähe bin, dann gehe ich da gerne hin, aber also jedes Mal dahin zu fahren ist natürlich. Klar, nicht so. Wenn du jetzt extra sagen wir 10, 15 Kilometer fahrst, das machst du nicht, das ist logisch. Ja, sagen wir mal so knapp 8 oder 8 bis 10 müssten es sein, ja. Deswegen wäre es mir auch zu weit dann. Aber das ist halt, leider ist es wirklich so. Also wir hatten früher hier auch sogar eine große Backstube bei uns hier am Marktplatz damals. Der Bäcker, da war damals ein größerer, der hinten auch eine etwas größere Backstube dran hatte. Der hatte auch mehrere Läden. Aber der existiert leider auch nicht mehr. Und weißt du, was der Witz ist? Der Bäcker, der selber hinten in seiner Backstube backt, ist billiger wie die ganze Fabrikbäcker. Ja, das ist so, ja. Die Fabrikdinger hocken nur meistens in den ganzen Discountern drin, wo die Leute dann eh schon reinstaffieren. Und dann gehen sie nicht mehr separat irgendwo nochmal hin, ne? Ah, sicher, bei uns haben teilweise auch wirklich dann große Bäckereien in der Stadt drin, wo dann auch mit riesen Kaffee angeschlossen wurde, dann teilweise vom Frühstück bis zum Morgenessen schon alles kriegst. Ja. Obwohl man ja sagen muss, es gibt in dem. Ich weiß gar nicht, es gibt natürlich auch noch auch die Ketten, die haben manchmal, also es sind nicht alle Ketten, die industriell alles fertigen. Es gibt ja auch noch Ketten, die wirklich dann auch eine große Backstube irgendwo haben, die dann alles. Aber produzieren. Das weiß man, mit der Zeit, das kriegst du mit der Zeit mit. Das kriegst du schon mit, ja klar. Aber wie gesagt, man sind jetzt nicht alle Ketten schlimm, also schlecht. Aber du merkst ganz deutlich, das was aus der Fabrik kommt. Ja. Das ja. Ist. Also, wenn ich zu meinem Bäcker gehe am Samstagmorgen, hol Weckle. Jetzt, meine Frau sagt, die kann man am Montag, sie isst am Montag nicht mehr, aber ich könnte die Montag-Dienstag noch genauso essen. Wo du auch gut, wenn du sowas hast, ist ein Landbäcker. Wenn du sowas hast bei dir. Gibt's Land- aber, das ist der ist mir wieder zu weit weg noch. Also, okay, das ist bei mir, das ist bei mir das andere. Der Landbäcker ist leer als der andere.
Also da, der steht ja auch auf dem Markt, der hat ja auch auf dem Markt immer einen Wagen. Also da hole ich eigentlich auch immer oft Brötchen oder Brot oder so. Ich bin mittlerweile so dazu übergegangen, dass ich Brot auch viel selber backe. Ja, eben, ich auch. Tatsächlich. Brot hole ich mir eigentlich nur noch, wenn, entweder wenn ich gerade keine Lust hatte oder Also so vergessen regelmäßig habe. backe ich jetzt nicht. Ich sage, wir brauchen 2 bis 3 Kilo Brot in der Woche brauchen wir. Ja, klar. Also wie gesagt, bei mir sind auch so, ich backe auch selbst ziemlich viel sogar. Aber es gibt auch mal Tage, da vergesse ich es dann oder merke Gut, dann, ich muss sagen, ich hör. habe es jetzt erst angefangen. Okay, Wir haben ja. früher Ja, haben gut, ich wir, mache das schon früher, länger, tatsächlich. früher haben wir immer in einem großen Schielbagger im Holzbackofen, also noch mehr Personen waren. Und da stehen halt einmal aus 25 Kilo Mehl dann Brot macht. Okay. Und das dann halt auf Eichfroh, das waren dann halt nur 10, 12 Laib, 2,5, 3 Kilo. Und aber das Also musst du jetzt ich schon muss auch schaffen. sagen, Selbstbacken ist schon auch cool. Aber du merkst einfach, ob du das daheim im Elektroofen oder im Holzbackofen machst. Das ist ein Unterschied wie Tag und Natürlich Nacht. merkst du das, natürlich. Das Das ist ja ist. genauso beim Grillen, dann merkst du auch, ob da ein Elektrogrill ist oder ein Holzkohlegrill. Haha, ich mag jetzt noch aber lieber das Grillen. Haha. Und? Ah. Weil ich war schon, was ich Ich nicht was. weiß, deswegen sage ich es ja. Das ging jetzt in deine Richtung, weil du an der Grille gehst und ich ja nicht war. Daher wollte ich dir das jetzt einfach aufs Butterbrot schmieren. So, jetzt hast du es. Oh Mann. Das konnte ich jetzt nicht verkneifen. Oh, jetzt ist der eine traurig. Ja, ich habe gerade was festgestellt. Dass du noch nicht Grille warst. Nein, dass ich vergessen habe, bei dem LS im OBS einzustellen, dass mein Headset ja kaputt ist und ich nur eine neue Soundquelle habe. Ich bräuchte von einem von euch nachher dann mal die Tonspur für diese Da erste muss von Band aus, Folge. ich habe keine Tonspur. Okay. Ah. Da geht eine Hardware Okay. kaputt und man muss das jedes Mal Dann muss individuell ich bei mal. jedem einzelnen Aber OBS-Profil 30 GB einstellen. Motherboard dann, gell? Nein, ich habe kein 30 GB Motherboard. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich habe 32 GB RAM. Das ist egal, auf jeden Fall ein Patapsch. Atomrechner, mein Gott. Ah! Da muss ich mal gucken, wie ich die Tonspur beim OBS-Aufnahme rauskriege. Weil ich nehme es nicht Ich nehme separat auch, auf. nehm auch einfach komplett deine. Hier ist ja sowieso nichts zu hören, außer Traktorengeräusche. Das ist mir eigentlich Du kannst völlig ja, wumpe. also Folge kannst auch komplett meine haben, das ist mir egal. Das ist kein Thema. Die kann ich dir hochladen. Aber die Folge dauert länger als eine MP3-Datei hochzuladen, oder? Ich kann aber, ich habe die Tonspur aber separat nicht. Ja, ich muss, ich gucke gleich. Dann. Ich müsste die haben. Dann. Ich nehme Weiß ich jetzt Tonspur eigentlich nicht nicht, aber separat ist auf, ein weißt du? Backup. Ich auch nicht, aber ich kann sie halt bei meinem Magix halt trennen von der Videodatei. Und dann habe ich eine MP3-Datei. Kann ich glaube ich eher nicht. Magix. Video Du. Deluxe Premium 2017. Das habe ich So, tatsächlich kriege ich auch. jetzt Geld von euch aus Nee, Berlin? Danke. 2015. Ja, Wir haben letztes Mal überlegen, bei Steam, weil er im Sale war, Sony Vegas zu kaufen. Aber habe ich dann doch nicht. dieses Movie Studio oder was sie da haben. Ja, Sony Vegas, Movie, bla bla bla, Premium, was auch immer. Das war von 69 Euro, glaube ich, auf 49 oder Okay. so. Du kannst Oder. den Valvo mal fragen, der hat das. Kenne mich da Ja. nicht aus. Eigentlich würde ich ihn nur zum Schneiden benutzen. Oder für Übergänge machen und so, aber. Noch Welches nutzt denn nicht. du momentan eigentlich? Ich habe ja zum Rendern benutzt ja dieses TM-Peng da, oder TMPG-Eng, oder wie das heißt, Encoder. Zum Rendern und damit kannst du auch schneiden und so, aber halt die Übergänge sind halt jetzt nicht so geil. Aber ich bin jetzt momentan, bin ich nicht unbedingt gewillt, nur für ein Schneidprogramm 50 Euro hinzulegen, weißt du? Das war halt die Sache, warum ich das nicht gemacht habe. Vielleicht nächsten Monat oder so, mal gucken. Da ich halt bei TTT zum Beispiel vorne ein Highlight dran mache und dann halt mit dem Übergang, war ich halt am Überlegen, ob ich mir tatsächlich was hole, was mehr Effekte hat. Weil dieses Schneidprogramm, was ich jetzt habe von TMPG-Eng da, das ist jetzt nicht so, ich sag mal, umfangreich. So, Bäckerei ist auch an.
Also Ja, was müssen wir füllbar Wasser. jetzt, was muss ich jetzt anpflanzen? So, Windmühle läuft. Bäcker läuft. Zucker haben wir noch. Ich guck Kirschenpflaumenwasser, kurz Milch brauchen wir Tafel. auf jeden Fall. Tafeldüse. Also ich will auf jeden Fall einmal Weizen vorschlagen. Verstehe schon, okay. Weil Weizen brauchen wir jetzt für die Bäckerei und für die Windmühle. Okay. Rest. Halt so eine Sache, weil für die Konditorei brauchen wir nur noch Kirschen und Pflaumen, das heißt Kompost und Milch. Morgen haben wir noch was im Lager. Brauchen wir eine Sonnenblume wahrscheinlich auch noch, oder? Sonnenblumen, ja, für die Raffinerie. Wie sieht es da bei Raps aus? 20.000 noch. Okay, das reicht noch. Wir haben auch, glaube ich, noch was im Lager. Ja, das ist jetzt nicht erwähnenswert. Sojabohnen haben wir noch im Lager, 16.000. Ja, so eine Blume kann die Sämaschine nicht. Das sehe ich jetzt erstmal Weizen an. Genau, Weizen, Soja, Sonnenblumen wäre und. Was hatte ich noch gesagt? Ja, waren schon Weizen, Sonnenblumen. Ansonsten. Ja gut, Brauerei, wer Gerste noch? Stimmt, Sonst Gerste hat kennen wir nochmal es. irgendwo gefehlt. Ja, eine Brauerei fährt Gerste. Dann können wir uns sonst eigentlich aussuchen. Wie gesagt, dann fehlt eigentlich nur noch, dass wir oben die Obstfarm eben nochmal anschmeißen. Dass wir halt Kirschen und Pflaumen kriegen. Dann Ich halt fahre die da gerade Wasser Kirche. hin, wenn die noch welches brauchen. Wasser ist drin. Tatsächlich. Ach, was haben die? Was brauchen die noch? Dann fahr mal Kompost. das Wasser, wenn du Wasser drin hast, fahr das mal zur Zuckerfabrik, bitte. Bring auf dem Rückweg von der Raffinerie den Treibstoff mit. Okay. Für den Kompostmaster. Also in den Obstdingern ist über 22.500 Liter Wasser bei beiden drin. Ja, ich glaube, das ist sogar Auf Maximum. Pflaumen sind 25, ich sogar noch glaube, das 5.000 Maximum. da. Pflaumen Aber sind dass man dann ein sogar bisschen sogar. Kompost produzieren könnte. Zuckerfabrik, achso, da ist aber noch fast 30.000 Liter Wasser drin, ne? Ja, aber wenn da Wasser drin, dann was soll das denn hinmachen, sonst was? Ne, ich habe kein Wasser drin, ich lade es jetzt gerade auf. Achso, dann brauche ich nicht aufladen, dann hole ich lieber den Treibstoff. Stopp, jetzt sind 4000 Liter drin, okay. Ja, Digga, das kann ich ein paar Mal gießen. Eben. Nimm's mit Wüsste zur ich nicht. Oma Hilde, die soll ihre Blumen gießen damit. Aber unsere Folge ist auch schon vorbei. Deswegen würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, guckt bei den beiden Jungs vorbei. Links wie immer in der Videobeschreibung und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.